Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und wünsche einen gesegneten Empfang. In unserer heutigen Sendung geht es um das Thema Gott heilt zerbrochene Ehen. Und in diesem ersten Teil unterhalten wir uns ausführlich über den Zusammenbruch einer Ehe. Und dazu heiße ich Ernst und Angie Siebert ganz herzlich willkommen hier im Studio. Schön, dass ihr da seid. Danke. Und ich bitte euch, dass ihr euch einmal vorstellt zu Anfang. Ja, mein Name ist Ernst Siebert. Ich bin verheiratet mit dieser lieben Frau Angelika. Wir haben 4 Kinder, 3 Töchter und einen Sohn. Unser Beruf ist Wirtschaft und ist Tanzer und arbeiten im Viehzuchtbereich. Ja, ich bin Angie, bin mit diesem wunderbaren Mann verheiratet. 3 unserer Kinder sind verheiratet und unser Sohn ist verlobt. Und wir haben 3 wunderbare Enkelkinder, die sind alle beinahe gleich alt. Schön. Freut mich, dass ihr hier seid. Ernst, wo und wie beginnt in deinen Augen Ehebruch? In meinen Augen beginnt Ehebruch zuerst dann, wenn man Gott nicht mehr gehorsam ist. Im Leben sind mir viele Dinge begegnet, wie arbeiten, Geld verdienen, falsche Entscheidungen machen, Niederlagen, Verletzungen, Ablehnung der Familie, aber auch Heilung oder Erfolg, Anerkennung habe ich auch erlebt. Aber diese Dinge, die haben mich von Zeit zu Zeit immer mehr in Hass, Zorn, Groll, Bitterkeit im Herzen gebracht. Besonders wenn Menschen Versprechungen abmachten oder Verträge unterschrieben und sie nicht einhielten. Das hat mich tief verletzt und ich glaubte, dass die Menschen mich nicht ehrlich gegenüber waren. Und ein weiterer Punkt, der mich tief geprägt hat, sind auch meine 3 Jahre, die ich in der Administration gearbeitet habe, wo Wahrheit, Zweifel mich immer wieder beschattet haben, wo christliche Führungskräfte an einem Tisch gesessen haben und über Ja und Nein gestritten haben. Und oft wurde in meinen Augen das Ja dahingestellt, wo das Nein hin sollte und das Nein dahin, wo das Ja hinkommen sollte. Das hat mich mit der Zeit dahin geführt, dass ich einfach den Kontakt mit Gott immer weniger oder mehr verloren habe. Ich habe geurteilt, ich habe Sachen gesprochen, die mich nicht gut taten. Und das hat auch unsere Ehe belastet. Das kam immer weiter dahin, dass ich hart wurde. Ich habe meine Frau viele Mal alleine gelassen. Ich habe sie tief verletzt, habe nicht auf sie gehört, wenn sie mich was sagen wollte. Und dazu kamen dann auch noch Verletzungen von Familienmitgliedern, Ablehnung der Familie, das unsere Ehe sehr stark geprägt hat. Und weiter nicht mit Gott in Verbindung bleiben, das hat dann auch hingeführt, dass wir irgendwann anfingen, unsere eigenen Wege zu gehen. Jeder hatte ein Auto, jeder fuhr seine Richtung, jeder tat, was ihm gefiel und sah es so, dass es wichtiger war, als gemeinsam Zeit zu verbringen und für uns da zu sein. Und meine Frau, wenn sie rausfuhr und sich für sich Zeit genommen hat, die Gelegenheit habe ich dann auch genutzt und habe bei mir immer wieder neu mit dem Telefon viel Kontakte aufgenommen, Kontakte gemacht und bin dadurch durch einen sehr schweren oder sehr tiefen Weg gegangen, der mir heute sehr leid tut. Und dadurch ist dann auch mehrmal Ehebruch entstanden, meiner Frau gegenüber, auch meinen lieben Kindern gegenüber. Und das war auch eine Zeit, da habe ich auch kein Schuldgefühl mehr gefühlt. Ich war so weit weg von Gott, dass ich nichts mehr fühlte. Es war mir egal, ich habe es getan und fühlte mich wohl dafür. Und diese Zeit, wenn meine Frau
rausgefahren war und andere Menschen zu besuchen und gute Dienste zu leisten, habe ich dann oft zu Hause gesessen und wir hatten morgens besprochen, wir würden uns mittags wieder treffen, um gemeinsam zu essen. Dann kam ein Anruf gegen Mittag, ja, ich muss Nachmittag nach da und da hin und muss nach da besuchen. Wenn du es willst, komme ich nach Hause, um Mittag zu essen. Ich habe es dann auch mit der Zeit abgelehnt, weil ich fand keinen Sinn darin, wenn es sich um 10 Minuten gemeinsam Essen handelte. Und habe lange damit auch gekämpft, dass ich wollte das nicht wahrhaben, dass die Besuche wichtiger waren, als ich zu Hause war. Und irgendwann habe ich aber lang fest daran geglaubt, dass es doch so ist. Und dadurch ist dann auch die Entscheidung gefallen, für das, was ich erlebt habe oder was ich getan habe, weil ich einfach in meinem Leben auch noch was Gutes erleben wollte. Wie siehst du das, Angie? Wo beginnt in deinen Augen Ehebruch? Ich würde auch ganz als Erstes sagen, da meine Beziehung zu Gott lauwarm war oder ich das Leben nicht ernst nahm. Ich habe mehr meinen Wert in andere Dinge, zum Beispiel Backen, in andere Personen meinen Wert gesucht und für mich dann auch gefunden. Ich hatte lange Zeit Schwierigkeiten, mir gesunde Grenzen zu setzen und bin auch daher untreu gewesen, meinem lieben Mann gegenüber, habe ich es erlebt. Habe ich es selbst getan. Und ich schäme mich dafür sehr. Es tut mir sehr leid. Das ist eine Entscheidung, die passiert nicht von einem Tag auf den anderen, sondern auf die Länge. Es stauen sich Verletzungen an, nicht wahrgenommen werden. Und diese Akzeptanz irgendwo zu finden, was aber ganz klar ist, dass es falsch ist. Das ist Gott gegenüber auch Ehebruch, ihm die Treue brechen. Danke. Wie hast du in eurer Ehe Heilung erlebt, Angie? Oder was hat dir gefehlt? Ja, gerade die Harmonie zu Hause, der Friede oder das wahrgenommen werden, die Zeit, gemeinsame Zeit verbringen, das hat mir gefehlt. Und einfach, dass wir Gott den Mittelpunkt in unserem Leben gaben oder ihm an erster Stelle in unserem Leben stellten, das hat mir gefehlt. Und habe dann deshalb auch in andere Dinge meinen Wert oder meine Erfüllung, meine Freude gesucht und habe dann viel ehrenamtlich gearbeitet oder Besuche gemacht und daher auch meine Aufgabe als Ehefrau und Mutter, als Hausfrau auch stark vernachlässigt. Und Ernst, wie war das bei dir? Ich war, als ich in dieser ganzen Situation so drinnen war, fing irgendwann für mich ein anderer Abschnitt an. Ich wurde von Gott ermahnt. Und ich hatte im Jahr 2020 ein ganz besonderes Gefühl, sowas habe ich noch nie gefühlt. Ich fühlte mich irgendwie so angegriffen und schwach und hatte auch sogar Angst vor einem Herzinfarkt. Und wusste nicht am Anfang, was es sein sollte. Und da wurde mir aber irgendwann klar, es sind meine geheimen Sünden, die Untreue und mein Groll, Hass und Bitterkeit, die ich im Herzen trug, die mich belasteten. Und heute kann ich es ganz mit Überzeugung sagen, dass Sünden Menschen ganz krank machen können. Und da habe ich es auch erfahren und gespürt, so ernst, jetzt bist du gemeint. Jetzt bist du dran. Hier oft mit deinem Sündenleben, mit deiner Untreue.
Und dadurch ist auch dann die Sache zur Öffentlichkeit gekommen und wo unsere Ehe dann auch gescheitert ist. So wie ihr schon sagtet, all diese Dinge führten dann schließlich zu diesem Zusammenbruch, ja, und dann kam auch die Trennung. Ihr habt schon etwas erzählt, wie es dazu gekommen ist oder was hat dazu geführt und wie sah dieses dann konkret aus? Kannst du uns da mehr erzählen? Für mich war es dann, ich wurde gezwungen, von zu Hause zu ziehen für 3 Monate Trennungszeit. Mhm. Ich habe mich auch nicht geweigert dafür, weil ich es wusste, ich habe die Schuld getan und ich bin dann zum Land gezogen. Also du hast Angie deine Sachen gestanden? Ich habe Angie meine Sachen gestanden, ich habe sie zugegeben, dass es so passiert ist. Mhm. Und ich habe dann auch auf ihren Wunsch, dass sie mir gesagt hat, gefolgt, mhm. weil ich es wusste, dass es so war und weil ich die Mahnung auch schon gekriegt hatte, dass ich gemeint war. Mhm. Jetzt wird es ernst, ja? Jetzt wird es ganz ernst, ja. Angie, und wie war für dich dieser Moment, wo dann wirklich die Ehe zusammenbrach und die Trennung kam? Wie hast du das erlebt? Ja, für mich war jetzt klar, da muss was Entscheidendes geschehen. Wir haben vorher unsere Ehe schon auf verschiedene Arten aufgearbeitet. Wir haben Beratung angenommen, schon früher. Und da es jetzt sich wiederholt hat, die Untreue, dann war ich mir sicher, es muss was Konkretes passieren. Und da ich den Rat schon in einer Beratung bekommen habe, eine zeitliche Trennung durchzuführen, war es für mich klar, dass das jetzt dran ist. Ich war mir auch ganz sicher von Anfang an, dass es keine Güterteilung, auch keine Ehescheidung sein soll, sondern nur eine Zeit zum Nachdenken, damit Ernst in sich gehen kann, damit er Erkenntnis gewinnt und eine Veränderung eintreten kann. Doch dass bei mir auch so viel Erkenntnis noch fehlte, das habe ich damals nicht gewusst. Die Trennung war unbedingt nötig, für mich genauso wie für Ernst. Es war sehr schmerzhaft, die Trennung. Worte können das nicht beschreiben. Ich fühlte einfach nur Kälte und Härte. Das war wie ein Schockzustand, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und Ernst, du hast erwähnt, du bist dann zum Land gezogen. Welche Gefahren gab es in solchen Situationen, alleine auf dem Land oder auf der Estancia zu wohnen? Wie hast du diese Zeit erlebt? Ich habe die Zeit sehr schwer erlebt, in meinen Augen. Ich bin weggefahren von zu Hause und mit dem Gedanken, einfach von deiner eigenen Frau, vom eigenen Hof erwiesen zu werden, das hat mich viel gekostet. Ich bin dann auch wieder mit viel Hass, Groll und Bitterkeit im Herzen gegangen und dort gelebt, habe viele Gedanken geführt, die nicht gut waren, besonders auch den Consejeros gegenüber, die ihr beraten hatten, diese Trennungszeit einzuräumen. Das hat mich viel gekostet. Und ich habe viele, viele Rachegedanken über diese Menschen geführt. Dazu kam dann auch die schwere Zeit, die Viehfütterung und Wasserknappheit, Arbeiterwechsel, das hat mich fast zu Boden gehauen. Mhm. Und dann kam die Zeit, wo ich aber schon einmal mit meinem Gemeindeleiter gesprochen habe darüber. Und er hat sich bereit erklärt, dann auch mich zu begleiten oder zu antworten, wenn ich irgendwas wissen wollte. Und das habe ich dann auch so getan. Ich wurde dann irgendwann am 10. Oktober, wurde ich mir klar, jetzt reicht es zu, ich werde am 12. Oktober, Montagnachmittag war es, wieder nach Hause ziehen. Und ich habe ihm dann Samstag angerufen und wollte ihm es mitteilen, dass ich zurückziehen würde.
Ich habe ihn dann angerufen und er hat sich nicht gemeldet. Und er hat mir aber versprochen, wenn ich einen Anruf machen würde oder Mensch oder WhatsApp schreiben würde, würde er sich rückmelden. Ich habe Samstag gewartet, kam nichts. Sonntag gewartet, kam nichts. Montag bis Mittag gewartet, kam nichts. Habe aber auch in diesem Wochenende viel darüber nachgedacht. Und ich wurde mir klar, dass diese Zeit, die ich nachgedacht habe, dass es hier nicht um irgendwas ging. Es ging ja hier eigentlich auch wieder um eine Beziehung herzustellen. Mhm. Und habe dann eingesehen, dass es besser wäre, wenn ich wieder zurückziehen würde und die Trennungszeit dort stehen würde. Mhm. Und dies kann ich im Nachhinein sagen, dass ich es so sehe, dass es eine Führung Gottes gewesen ist, mhm, dass der Gemeindeleiter sich nicht gemeldet hat. Und ich hatte Zeit zum Nachdenken und habe auch die Einsicht dafür gekriegt, dass ich wieder zurückziehen sollte und dort weiter bleiben und leben sollte. Das habe ich dann auch so getan. Ihr habt schon erwähnt, dass ihr Beratung angenommen hattet, schon vorher und danach auch der Gemeindeleiter. Waren Sie eine Hilfe in dieser Zeit oder könnte man das auch ohne diese Hilfe, ohne Beratung, ohne Gemeindeleiter machen? Wie seht ihr das? Ich persönlich war am Anfang noch nicht ganz bereit, um eine Beratung anzunehmen, professionelle Beratung. Habe mich dann aber doch entschlossen, das anzunehmen. Mhm. Und das würde ich auch für einen jeden raten, der in so einer Situation ist. Beratung ist wichtig. Und was für mich auch noch sehr wichtig war, ich habe mich Menschen gesucht, die ich mich mitteilen wollte. Mhm. Denen ich einfach das sagen wollte, von was mein Herz voll war. Mhm. Und den Menschen bin ich heutzutage noch immer sehr dankbar. Die haben sich die Zeit genommen. Ich habe sie eingeladen dort zum Abendessen. Ich habe mich dürfen mitteilen. Auch sie selber haben mich aus ihrem Leben Dinge erzählt, die ich noch nie gehört und gewusst hatte von den Menschen, das mich auch eine große Bereicherung war und ein Segen war. Mhm. Das hat mich sehr viel geholfen und das würde ich auch an jeden Einzelnen raten, wer in so einer Situation ist, sich Menschen zu suchen, denen man sich anvertrauen kann. Mhm. Das ist sehr wichtig, denen man sich anvertrauen kann. Das würde ich sehr betonen wollen. Mhm. Wo man einfach diese Sicherheit spürt. Ja. Und du, Angie? Ja, Berater waren für uns eine sehr große Hilfe. Christliche, professionelle Berater habe ich gesucht. Ich habe auch eine Beraterin, die mich persönlich geholfen hat, innere Heilung zu erleben, anzustreben. Und einen Berater, der uns begleitet hat und unsere Gemeinde, die hat auch hinter uns gestanden, unser Gemeindeleiter und auch Gemeindemitarbeiter, Seelsorger. Die haben uns begleitet. Ich suchte mir Vertrauenspersonen aus, zu denen ich Vertrauen hatte und ich wusste, da kann ich mich mitteilen. Und habe dann auch von ihnen dürfen Erlebnisse hören. Das hat mich ermutigt und ich bin sehr dankbar für die vielen, vielen Menschen, die für uns gebetet haben. Und ich will euch allen Danke sagen für eure Gebete. Das ist von großem Wert, dass man nicht alleine durch so eine Situation gehen kann. Es ist viel leichter, über solche Sachen zu sprechen und weiter zu erzählen und zu erzählen, ja, als darüber zu beten, ja. Ja. Wie wichtig sind die Gebete? Wie macht denn eure Kinder mit in dieser Zeit? Ihr wart dann auch schon Oma und Opa. Wie war diese Situation für denen? Für unsere Kinder war es ein Schlag, ein harter Schlag. Sie waren enttäuscht von ihrem Vater, von mir. Sie haben uns aber was ganz anderes gezeigt. Sie haben uns nicht im Stich gelassen. Mhm. Unsere Kinder sind zum Land gekommen, die haben mich dort besucht.
sind mit den Großkindern gekommen. Ich durfte auch die sehen. Das war für mich eine sehr große Freude. Wir haben dort gemeinsam Essen gemacht, gemeinsam gegessen, spaziert. Sie haben mich auch eingeladen, wenn ich mal runterkam, hier nach ihr zu Hause. Das habe ich viel, viel geschätzt. Und auch besonders in der Trockenheit hat mein Sohn zu Hause die Wirtschaft geführt. Mit Viehfütterung und Wasserknappheit und allem hat er es gemacht. Und wenn ich mal mit ihm zusammen und dann durch den Land gefahren bin, ich habe ihm einfach ganz vertraut. Und wir sind durch die Fans gefahren. Ich habe nur von auf den Weg geschaut und ich sah, dass es gut war. Das hat mich sehr viel Freude gebracht und auch Sicherheit in dem Bereich. Eine Begebenheit, die ich dazu noch erzählen will, das war die letzte Zusammenkunft mit unseren Kindern, als wir zusammen waren und feierten und ich alleine war. Meine Frau war nicht da. Wir waren dann noch in der Trennungszeit. Meine Kinder waren alle da und wir haben uns gefreut. Aber mir fehlt irgendwas. Und das hat mich traurig gemacht, dass ich da allein war als Vater und Opa und Oma und Mama nicht da war. Das hat mich damals gefehlt. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, unsere Kinder waren sehr verletzt, sehr enttäuscht. Eine Tochter schickte mir dann den Vers, den hat sie selber auf eine Tafel gemalt. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind und die gedemütigten Geistes sind, rettet er. Psalm 34, Vers 19. Und da merkte ich durch diesen Vers, dass auch die Herzen der Kinder zerbrochen waren. Unsere Beziehungen, die waren zerrissen. Für unsere Kinder war das so, wie wenn der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ich denke, Worte sind zu wenig, die kann man nicht mitteilen, was Kinder in solchen Momenten fühlen oder erleben. Und sind alle erwachsen, unsere Kinder, und unsere Enkel waren zu dem Zeitpunkt circa ein Jahr alt, gerade geworden. Und ich dachte, die sind noch so klein, die merken bestimmt noch nicht viel. Ich wurde eines Besseren belehrt. Als ich unsere eine Tochter das erste Mal in der Trennungszeit besuchte, dann wollte ich ein Enkelkind auf den Arm nehmen, so wie ich es gewohnt war, komm zu Oma. Und die Kleine schaute mich an mit ihren kleinen, unschuldigen Augen. Und ich sah Schmerz und Enttäuschung in ihre kleinen Augen. Ich forderte sie noch einmal auf, komm zu Oma. Und sie wandte sich von mir ab und legte ihren Kopf auf die Schulter ihrer Mutter. Das traf mich wie ein Messerstich im Herz. Und ich wusste, kein Kind ist zu klein, kein Kind ist zu groß. Das ist den Schmerz von einer Trennung von Eltern oder Oma und Opa nicht wahrnehmen kann. Unsere Kinder haben uns trotzdem geehrt und geachtet. Das ist Gnade, dass wir das von unseren Kindern mit unseren Kindern erleben dürfen, durften und dürfen. In der nächsten Sendung wollen wir uns damit beschäftigen, wie Angie und Ernst Gott erlebt haben oder Gott begegnet sind in dieser Trennungszeit, in dieser schweren Zeit. Und dann auch wollen wir uns darüber unterhalten, wie der Heilungsprozess bei ihnen weiterging, weil er zum Teil ja schon begonnen hat. Und so bitte ich euch, habt ihr noch ein Schlusswort für die, die diese Sendung schauen? Ich würde Mut machen an jeden Einzelnen, der in so einer Situation ist, der einen Ehebruch lebt und Entscheidungen zu treffen hat. Ob weitermachen oder nicht weitermachen. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Und ich wünsche, dass ein jeder
die Gnade in sich findet, die Gott uns gibt und sich unter Gottes Gnade stellt und dass er sich selber vergeben kann und damit auch seine Sünden offen auf den Tisch legen kann und bekennen kann für unseren himmlischen Heiland, aber auch für die Öffentlichkeit. Ich bin davon überzeugt, dass ein offenes Zeugnis, wo Gott gewirkt hat im Leben, wenn man das mitteilen kann, dann gewinnt man an viel Erkenntnis. Ich selber habe es erlebt und ich wünsche, dass ein jeder von euch diese Begegnung mit Gott auch erleben kann und dass er in seiner Beziehung mit dem Ehepartner oder ist es auch mit einem bitteren Herzen fertig wird und dieses Ablehnen leben kann und Gott nachfolgen kann. Gebt niemals auf. Ich wünsche, dass ein jeder Hilfe findet, Hilfe sucht und annimmt und eine persönliche innere Heilung mit Gott erlebt. Danke. Danke, dass ihr hier wart. Wir treffen uns noch für den zweiten Teil, später auch für den dritten Teil. Und somit, liebe Zuschauer, sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Gott heilt zerbrochene Ehen. Und in dem nächsten Teil mit Ernst und Angie Siebert unterhalten wir uns über diesen ganz intensiven Heilungsprozess, den sie erlebt haben. Seid dabei. Dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben.